Hallo Freunde und herzlich willkommen hier beim Part Nummer, keine Ahnung, 9 mit dem Adcrafter, der Modlina und dem Danny. Hallo. 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 Und mit einer Mission und ich werde mich selbst höchstpersönlich jetzt daran wagen, wann die Modlina so nett ist und nimmt sie an. Ja, ich drücke auf Akzeptieren. Bitte. Oh, ganz gegenüber. Naja, Vollgas. Gummi. Das war eh das gleiche, wo ich war. Ja, dann wissen also wir eh, wo wir das nächste Mal hin müssen. Ich wollte nur vorschauen, es macht vielleicht Sinn, wenn man sich in die Mitte von der Karte stellt und nicht ganz im Süden ist, dann wird man überall gleich schnell. Ja, aber es ist jetzt wurscht. Nein, ich war früher bei 21 da unten. Also. Ja, aber ich glaube, die paar Sekunden machen es auch nicht mehr aus. Nein, ich schätze 3000, wenn wir trotzdem Zeitbonus kriegen. Wenn's läuft. 100. Ich mach's so gleich ohne Ladewagen, wir haben ihn dazu gelernt. Ja. Damit wir Kohle bekommen. Wollen wir überhaupt sagen, was wir gemacht haben, oder wollen wir nicht sagen? Ja, so ehrlich waren wir schon. Ehrlichkeit geht vor. Ja, genau. Kannst du es gerne selber sagen? Ja, wir haben uns kurzerhand selbst entschieden, dass wir auf Mittel umstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, hast du auf beiden Maps umgestellt oder nur mal auf der? Ja, ich bleib auf beiden, nein, ich bleib beiden. Genau, weil wir einfach gemerkt haben, es geht so schleppend voran und es sind immer Leute untätig. Das hat auch keinen Wert. Wird einfach langweilig und der Spaß geht verloren. Ja, also so Fahrt wie im letzten Part. Ich habe mir vorgenommen, man sollte diese Eiszeit einbrechen über unsere Parts. Ich werde einfach mal frech wie ich bin, einfach mal mehr reden. Ansonsten halte ich mir ans Redeverbot. Parkverbot und Redeverbot für Carbon. Ja, aber wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird. Ich habe mal eine interessante These gehört und seit ich das gehört habe, versuche ich das wirklich. Man merkt es halt, also das. Ich versuche mich halt nicht zu zwingen. Ich zwinge mich auch nicht dazu. Aber ich habe gehört, dass der liebe Kronk gesagt hat, man sollte schon alle 7 Sekunden was sagen, sonst wirst es ein bisschen fad. Deswegen rede ich immer so viel. Es ist nicht. Ja, es ist wirklich hallo. So. Alle 7 Sekunden. Hallo. 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 Übrigens, es wächst schon. Ich habe probiert, weil wir eben wir finden. Das ist ja Edelschrott. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich dachte, das wäre so besonders und so dramatisch. Ja, voll. Voll haben verpackt. Haben sie alle so gesagt und so, ja. Das ist wirklich verpackt, wenn du beim Krankseil Let's Play schaust, ziehst du dafür Bugs. Und ich habe probiert, ich habe 2 Bildschirme, erkennt das Spiel nicht einmal, dass ich im Hauptbildschirm das Spiel haben möchte. Es ist schon komisch. Das ist aber auch verwirrend. Also ich kenne mich, ich habe ein paar Parts von Let's Play geschaut, aber das Theorie blicke ich einfach nicht durch. Du bist ja eine sehr große Biese. Ich habe 2 Folgen geguckt, danach habe ich abgeschlossen. Danach hatte ich keine Lust mehr, das zu gucken. Outlast war besser, Bayern. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es halt immer so Let's Plays, die schaut man manche, die gehen einfach gar nicht. Aber für Evil Within habe ich mich gefreut. Es war für mich klar, dass ich es nicht kaufe, obwohl es jetzt in einer super Aktion 26,66 kostet. Oh. Aber. Ja, weil es so verpackt ist, hat auch keinen Wert. Naja, und für das, dass der Entwickler von Uris den Titel gemacht hat, das ist ja Schande, wenn der so ein Spiel produziert. Sorry, aber. Ist das noch Alpha oder schon fertig produziert? Early Access. Oh, okay, ja. Nein, ist schon fertig, sicher ist fertig. Okay, ja, aber viele gibt es ja, die hauen eine Alpha raus. Ist ja mittlerweile schon bekannt, dass die meisten das machen. Haben wir schon mal geredet, nicht? Ja. Letztens einmal in die Pause, ja. Deswegen, ja, es ist so wie DC, ewige Beta. Oder ist schon überhaupt in der Beta? Ist ja lächerlich. DC ist, ich glaube, schon Beta, ja. Ja, naja, wenigstens. Oder Forest ist ja auch schon ewig Alpha. Nee, Forest, der ist wohl immer Alpha. Eben. Das ist ja traurig, ehrlich. Ja, das ist. Es hat Phasen gegeben, da habe ich wirklich diese Indie-Sache und dieses Early Access geil gefunden. Mittlerweile bin ich nicht Indie, okay, aber Early Access, aber mittlerweile ist Indie auch nicht mehr das, was Indie früher war. Das nee. Entweder gibt's jetzt, entweder hat jetzt Spiel Early. Habt ihr nichts zum Tor? Nee. Der Zuschauer. Achso, da jetzt dort sehen. Ja. Du tust, genau. Du tust ja. Mähen, ich tu sehen, du mähen. Ja, und der Rest rennt mir nach und fahrt mir nach. Ja, was soll man so tun? Wie grob bist. Wenn Wahnsinn. Du fertig das hast, das Mähen, können wir die Zeit ein bisschen höher stellen. Was sollst du machen? Vielleicht noch schon mal den Kipper und den Drescher in Position bringen, zum Beispiel? Das können wir machen. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Dank, denk noch. Martina? Martina ist auch schon weg, jetzt an euch Weg. Ja, wenn du uns nicht willst, dann fahren wir ihn wieder. Genau. Er schaut so gespannt zu. Ich bin mal gespannt,
bin gespannt, wann der Beifahrer-Skript rauskommt. Das kommt ja raus, ja? Wird sicher kommen, definitiv, schätze ich schon. 100. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool, ja, weil dann schon nicht zur Fahrt. Aber für alle Fahrzeuge. Ja, das ist fraglich. Weil das 13 war es ja nur bei den Mods drin. Ja, aber das wäre ja, denke ich, eigentlich mal sinnvoller, oder? Mhm. Auf alle Fälle, ja. Nee, jetzt, aber. Bist du so wieder Modder? Mod das mal. Ich wollte gerade sagen, ich habe heute wohl versucht, ein paar Mods zu konvertieren. Es ist nicht. Sobald es um Skripte geht und so. Da ist es dann schon schwieriger. War da kein Drehwurm? Wie ist es denn überhaupt? Ist es schwierig oder? Oh, puh. 3700. Ja, die Skripte und das arbeitet alles nicht mehr so ganz zusammen. Nee, also jetzt meine ich mal so, wenn man jetzt zum Beispiel einen Trecker oder so. Ja, wenn der Trecker nur Standardfunktionen hat, ist das nicht schwierig, sagen wir mal so, weil dann nimmst du einfach den Standard-Trecker von LS oder den Sample-Mod-Map, kopierst eins zu eins alles rüber, änderst den Namen drum, fertig. Deswegen, wenn du jetzt schaust, sind bis jetzt auch nur Standard-Fahrzeuge rausgekommen und noch keine richtigen Mods. Und schaust, es sind ja nur so Standard-Fahrzeuge, es sind ja keine richtigen Mods rausgekommen noch. Und wie ist es, kann man Sachen von 13er hierher konvertieren? Das geht durchaus noch, ja. Ja, und aber ist das schwierig? Ja, es kommt nur darauf an, wie es in 13er schon gemoddet wurde. Wenn es da schon richtig gemoddet wurde, dann ist es nur noch die Skripte anpassen, XML anpassen und den Moddesk anpassen. Der Bubbilder muss halt noch hinzufügen, die Kategoriebilder und das. Ja. Aber sonst ist es nicht so ein Aufwand. Weizen haben wir eh nichts mehr im Lager, oder? Nee, ist alles weg. Oder Weizen 64 Tonnen Mission. Ja, das ist ja. Da hat man ja auch bloß 35. Das hätten wir ja sowieso nicht annehmen können, weil wir bloß 35 Tonnen von hatten. Genau. Hätten wir noch warten müssen, ewig. Mhm. Aber es gibt positive Neuigkeiten. Ich bin bald mit dem Feld fertig. Das wird sich vielleicht in dieser Folge sogar ausgehen. Dann haben wir das. Aber 3000? Über 7000 jetzt kriegt, nur für die Mission. Ja. Was kriegst du für eine Ladung? Gras? Wir sind gerade am Gras mähen. Achso, keiner. Du selbst normal. Ja. Aber jetzt durch Mittel müssen wir mehr bekommen. Eben, ja. Ich glaube, das Mittel schon besser passt. Der Drescher ist da auf der Seite. Wir hätten vielleicht von Anfang an Mittel nehmen sollen und dann später auch schwer umstellen. Wäre sinnvoller gewesen. Stimmt, ja. Ja, verdammt. Aber ja, hat ja keine Lust. Wir können ja später mal wieder, wenn wir weiter sind, auf schwer stellen. Aber so weit sind wir jetzt auch noch nicht fortgeschritten. Das ist jetzt nicht 30 Grad schon auf schwer aufgenommen. Das habe ich schon mal so ähnlich gehabt, damals beim 13er, das war Käse eigentlich. Die ersten 10 Parts immer nur das gleiche gemacht, das war... Eben, das ist halt leider noch ein bisschen blöd gelöst bei LS. Ja, du kannst uns nicht wirklich losstarten. Aber ist auch... weiter mähen eigentlich. Ist wohl auch verständlich, dass du am Anfang nichts anderes machen kannst, aber... So für Let's Player ist es halt wirklich eine Mühe. Ja, das sind halt diese Sandbox-Geschichten, nicht? Genau. Ah ja. Aber die Zeit kann ich wieder ein bisschen vorspulen. Ja, jetzt kannst du vorspulen, weil dann wächst auch anständig, dann können wir auch in der nächsten Folge hoffentlich mitreschen oder jetzt auch schon. Wachstum auf schnell. Oh. Ich muss meine Seemaschine auffüllen. Wieder mal. Lohnt das jetzt überhaupt noch für das bisschen Scheiß? Für was für ein Scheiß? Lohnt das jetzt überhaupt noch für den bisschen Kram da? Was die Seemaschine auftanken kann? Hm. Ja klar, alles was wir sehen, sehen wir. Ja, was wir sehen, das sehen wir. Genau. Genau. Wenn du die Augen zuhörst, siehst du nichts. Nee. Sehen sie nichts. Und was sehen sie? Dass sie nichts sehen. So, was können wir denn hier herumspielen? Aus, weil. Aus. Noch ist ein wenig Gras finster, ne? Ja schon, ich wollte gerade sagen, Alter, aber ich sehe ja nichts mehr. Ich glaube, wenn der Schlepper noch dreckig ist. Man könnte das aber auch falsch verstehen, ne? Ja. Ja. Könnte, muss man aber nicht. Ja, genau. Rundumleuchter? Ja, alles funktioniert. Ah. Das liegt ja dann immer im Auge des Betrachters, ne? Genau. Ah, Rundumleuchte. Wo geht Rundumleuchte? Boss 1. Ach so, hat der Trecker gar nicht. Braucht er keine. Ist ja nichts Besonderes. Nee. Leichter. Ey, die sieht voll geil aus bei dem Mähdrescher. Ja. Also ich finde die voll geil.
Ja, das sieht cool aus. Ja. Die Hupen sind irgendwie witzig, finde ich mal. So ganz, ja, aber die hätten beim E-Drescher eine andere machen können. Ja, eigentlich schon. Also. Dass sie das noch nicht geschafft haben. Ja, auch so, der Ton, das gibt es einfach nicht. Ja, das will überhaupt... Was meine Autohupe? Ja, das ist ein Radlhupe. Aber das ist das, was ich mir dann eigentlich erwartet habe, dass man dann innerhalb von doch kurzer Zeit dann drauf kommt, so, so krass ist dann auch wieder. Ist schon geil, freilich, aber ja. So arg ist der Sprung dann auch nicht mehr. Nein, das wirklich nicht. Das ist halt das ist immer dann der Wermutstropfen, den man hat, wenn was genau. Neues bei LS rauskommt. Wenn man gefreut sich zwei Jahre lang, dann freut man sich im Release, manche haben es vorher, manche nicht, dann denkt man sich, oh, jetzt dauert es nur zwei Tage oder so, bis ich spielen kann. Ja, mhm. Und dann kommt das böse, große Erwachen, merkt das man noch zwei, drei Tage, oh ey. Ja. Dass die Kleinigkeiten noch immer nicht gefixt sind. Das böseste Erwachen war für mich jetzt halt, dass es mit Lenkrad nicht funktioniert. Ja, gut, Gott, das wächst. Das ist für mich schlimm. Aber sicher was bald geändert wird. Ja. Das will ich hoffen. Noch haben wir keine Forstwirtschaft, also ist es mir noch egal. Wieso machst du Forst auch mit Joystick oder was? Ja, entweder mit Joystick oder mit Xbox-Controller mal gucken, wie am leichten zu steuern ist. Ja. Ich will auch doch mal mein Lenkrad daran dingen. Ja, jetzt kannst du noch nicht. Nee. Was hast denn du für eins? G27. So. Ja, so... ist das Driving Force GT auch nicht schlecht, bloß dass es manchmal nervt, dass es so einen Krach macht. Na, ja, macht aber das G27 genauso. Ja. Wenn es sich adjustiert oder so, ne? Ne, das meine ich jetzt nicht mal. Carbon kennt das. Sondern so beim Lenken meine ich. Ich habe erstmal anschließend voller Schrock. Na, das Kalibrieren ist Käse, das ich ist auch. Zu lieb. Aber das kann er alle 10 Mal machen oder so, nicht bei jedem Mal. Ja. Ich habe mich auch total erschrocken, als ich das erste Mal angesteckt habe. Ich wollte es erst noch festhalten. Oh, es nebelt. Aubi, jetzt. Oh, the fuck. The fuck. Hebel the des fuck. Grauens. Und trotzdem 60 Frames, nice. Ja. Also von der Performance her, spitze, ehrlich. Ja, das ist. Ja, schlecht. Auch so finde ich, ist das hier für Multiplayer gut geeignet. So, ohne Ruckler jetzt. Ja, neue Game Engine. Aber wenn du hosten tust, nicht. Wenn du hosten tust, ist wieder derselbe Käse wie beim 13er. Ja. Also nicht loben, bevor es das Einzige, was ist die Performance und die macht es halt für alle besser. Ja. Aber bei den Parts werden auch gleich groß. Das ist gleich geblieben, ja. Aber okay, damit habe ich gerechnet. Ich habe eigentlich mit Schlimmeres gerechnet, dass es größer wird. Ja, mit den vielen Partikeleffekten stimmt eh, ja. Ja. Aber ich glaube, die Partikeleffekte sind feiner oder so, keine Ahnung, irgendwas. Man kriegt trotzdem mehr beim Gras. Fahrer ist 1150, das ist nicht so schlecht. Was sind die jetzt? Kriegen wir schon mal zusammen, jetzt haben wir dann schon 80.000. Ja, wann geht's denn hier endlich? 8.000 und nur mit 10.000 mit dem Gruber und mit dem Ding. Haben wir eigentlich eh schon. Naja, aber dann scheitert wieder am Schlepper. Nein, das Feld müssen wir nur abwarten auf jeden Fall. Also das macht vorher gar keinen Sinn, aber ich weiß nicht, wie weit ist mit Wachstum? Hälfte, es ist mittelblau. Grün. Was also keine, zweite krass. Wachstumsstufe. Zweite. Ja, zweite, erste und gar keine noch einmal. Ich bin ja gespannt auf Björnholm. Wie wir dort dann dran werden, da wissen wir schon immer, das ist ja ein bisschen ein Vorteil, wenn wir beim einen schon machen, wissen wir dann beim anderen, wie wir es besser machen. Genau, das ist gut. Jetzt ist gelb. Und ich bin fertig. Die Nerven. Und mit dem Sehen. Oh, endlich. Wie viele Folgen hat das gedauert? 4 Folgen haben wir jetzt gesehen. Ich glaube, Folgen, ja. Nee, vorher sogar schon. Ja. Das dauert halt ewig. Haben wir das Feld überhaupt schon ein einziges Mal geerntet? Ja, doch, einmal. Einmal geerntet haben wir es, ja. Einmal. Und jetzt ist Folge 9. Oh, oder das Ernten, bis... das geht ja schnell. Ach du Kacke. Flauschige Fracht. Hä? Was, flauschige Fracht? Das wird die sicher Wolle, oder? Kuscheltiere. Kuscheltiere. Wie flauschig. Ja, komisch. Irgendwelche Naturfasern, egal. Haben wir sowieso gerade nicht, wirklich. Baumwolle. Na, wir haben eh keine Geräte dafür. Nein, haben wir nicht die Möglichkeit, das passt eh. Immer wieder, das ist auch der blöde Fehler, der nervt da mit dem Ladewagen und dem Mähwerk. Also der verkehrte Anschalten. Ja, das ist auch komisch, aber ja.
Ist halt so, kann man nichts machen. Ja, naja, was nur Tatsache ist, ist auf jeden Fall, dass der Part zu Ende ist, Freunde. Es würde mich sehr freuen, wenn sie bei den anderen zwei vorbeischaut, Martino und Edcraft, da würden sich sehr freuen. Und Danny nicht, Danny, dem ist es wurscht, ob es vorbeischaut bei mir. Genau. Weil der hat nichts davon, er schaut selber nicht bei mir vorbei, misst sich nur bei Madcraft und bei der Martina vorbei. So. Genau, oder mit der anderen Sicht im Sack. Das ist ja logisch, ich guck nur bei den anderen vorbei, nicht bei dir. Eben, ja. Jetzt ist wenigstens haben wir ehrlich offiziell. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss. Tschüss.